damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme mit der Erde Mordors Schatten. Da kommt Talion. Talion, hüpf. Guter Junge. So. Erstmal verstecken. Oh Gott, das sind viel zu viele. Geisterwelt. Ist hier irgendwer Interessantes in der Nähe? Und da kann ich jetzt ja nicht widerstehen. Kuckuck. Überraschung. So. Genug davon. Ein Überfall. Würde uns Machtpunkte bringen. Die Frage ist natürlich jetzt. Ich guck mal, wie unser Ranking im Moment ist. 230 bis zum nächsten Machtrang. Haben wir denn damit irgendwas, was wir brauchen? Was haben wir hier noch? Schleichaufzehrung. Entschuldigung. Nee, das reizt mich im Moment nicht. Ein Gesundheitsupgrade. Elbengeschoss-Upgrade halte ich für sehr sinnvoll. Und Fokus-Upgrade. Dann können wir ein bisschen mehr Bogenschütze machen. Und nochmal einen Runenplatz für einen Bogen. So, Waffen und Runen. Haben wir da. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal, was haben wir hier. Stipp ein Klinghagel-Tötung, 55% Fokus wieder her und 49. Dann kann die schon mal weg. 5 Gesundheit zu regenerieren, das ist ein bisschen sehr wenig. Ja. Das lassen wir erstmal so. Der Bösen kriegt eine neue Röhne. Runen verfügbar. Ja, haben wir ja keine allzu große Auswahl. Die beiden epischen Runen sind ausgerüstet. Die ist ausgerüstet. Eine Rune, die Fokus wiederherstellt, ist immer in Level 10, können wir nochmal behalten. So, das war einfach immer noch nicht die Frage, was wir jetzt machen. Wo ich denn letztes Mal aufgehört, frage ich mich gerade. Hier unten ist einiges. Gibt Sammelobjekte. Das ist doch super. Guck mal, da haben wir ein Sammelobjekt. Und dann reisen wir da doch mal hin. Genau, Schwert weggesteckt, Talion, so ist brav. Hallo. Ciao. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Nee, mach Sachen. Mach Sachen. Und du hast den Waldläufer wieder verloren, mein Freund. Hast du die entflohenen Sklaven gefunden? Lesefibel eines Waldläufers. Dann lassen wir uns doch mal aus der Lesefibel vorlesen. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hilgon. Ich bin dein. Hey, bringt ihr Lesen bei und dann darf sie den Heiratsantrag vorlesen. Das ist nochmal interessant gemacht. Ich hoffe, sie wollen alle miteinander. So. Was sagen die Überlebensherausforderungen, was wir brauchen? Gelbe Wurzel, blauer Pilz. Okay. Nächstes Ziel wäre dann erstmal hier die Bogenmission. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen. Ich gucke Shigard auf die Map und ist das und wir können rot oder orange? Auf uns lenken. Hey, das ist rot, rot will ich nicht. Wenn sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Das ist korrekt. So, bestaubt wird nochmal an dieser Stelle die Grafik von diesem Spiel, Leute. Ja, komm, der Karagor zerfleischt die Orks, das kann er gerne machen. Ich bin weg. Moment, nee, bin ich nicht, weil das ist das gelbe Kraut und das ist grün. Aua! Ich bin doch nur Passant. Aua! Okay, das ist das, was wir brauchten. Tschüss! Da ist kein Hauptmann bei, das bringt uns nichts. So, ich muss gar nicht gucken. Ich weiß jetzt schon, dass dieses Sammelobjekt da oben an dem Turm klebt. Die einzige Frage ist nur, an welcher Seite? Und ob wir da hochkommen oder ob Talion hier... Der Hauptmann ist tot.
Welcher? Ich habe einige getötet. So. Da ist es doch. Wusste ich's doch. Klack. Nanichir, Gelaia Mordor. Das sehe ich ganz genau so. 20 fehlen, 12 haben wir. Du wirst belohnt werden. Ha. Hauptmänner in der Nähe. Keine, die ich jetzt auf der Schnelle sehen würde. Und da unten ist eine Nebenmission für den Bogen. Ich glaube nicht, dass ein Sklave sich an uns vorbeischleichen kann. Außer natürlich mit der Hilfe des Waldläufers. Wir sollten besser schießen. Töte 5 Uruks aus kurzer Distanz, okay. Das war nicht kurze Distanz? Mist. Ich höre etwas. Das ist doch jetzt aber bitte kurze Distanz, danke. Das auch, okay. Kuckuck. Einmal recht freundlich. Na, stirbst du wohl? Einmal wegducken. Mist. Ah, so ein Dreck. Ah, das ist ätzend gerade. Und wir haben es geschafft, inklusive zusätzlichem Ziel. Heureka. So, nächste Mission. Da. Wir haben uns jetzt Stück für Stück vor. Da, dann da, dann da. So der ungefähre Plan. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo wir bei der Sklavenmission rauskommen. Wir werden direkt neben einem anderen Objekt landen. Dann nehme ich natürlich das. Das glaubst du selber nicht. Ist das da hinten das gelbe Kraut? Ne, ist das grüne Kraut. Schade. Rette die Sklaven. Eliminiere Uruks durch Schleichtötungen. Da hat jemand meinen Namen gesagt. Also, Schleichtötung. Ich weiß aber nicht, ob ich 10 Stück her hinkriege. Pisst der da gerade? Das war auf jeden Fall das Letzte, was er je gemacht hat. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen verdient hat. Ob es wohl sein. Schleichen wir uns hier mal an. Oh, sind das viele. Ich versuche mal einen wegzulocken. Warte, keine Ahnung, ob es klappt. Ich rieche etwas. Gut, die anderen beiden haben nichts gemerkt. Bereicht ihm die Arme. Keiner hat was gesehen. Verdammt, er hat was gesehen. Okay, danke, nee, ich verzichte, ich will nicht sterben. So, einmal kurz versteckt. Hat gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Glaube ich nicht, halte ich für ein Gerücht. Halte ich für ein Gerücht, dass hier der Waldläufer ist. Wenn der sich jetzt umdreht, sind wir gekniffen, aber das glaube ich nicht. Nein, tut er nicht. Ciao. So, da ist noch einer. Können wir den vielleicht? Können wir den? Ne, können wir nicht. Unsere Armbrüste verzehren sich nach jammernden vielen. So, noch einer weniger. Huch, der ist aber eilig. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her, Freundchen. Ja, bist ein feiner Ork. Oh, ich glaube, das war in letzter Sekunde. Na, können wir? 6 Stück haben wir schon. Hier rüber, hilf mir. Ja, du bist frei, mein Guter. Komm, ciao. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Habe ich vor, hetz mich nicht. Ich habe nebenbei noch Schleichtötung durchzuführen. Das ist anstrengend genug. Ah, Moment, schlagen wir uns gar nicht so schlecht, was selbige angeht. 2 fehlen noch.
Und genug Ork-Material haben wir noch. Hast du das gehört? Ork-Material, wie sich das anhört. So. Ein einziger fehlt noch. Einen lächerlichen Uruk müssen wir noch meucheln. Na komm her, mein Kleiner. Komm zu Papa. Jetzt komm endlich her. Idiot. Du tötest niemanden, Kollege. Knack. Optionales Missionsziel erfüllt. Na Mensch. So, jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr zu verstecken. Jetzt gibt's Krawall. Und einmal hingerichtet. Und einmal die gute Bodenhinrichtung. Knack. So, ich glaube, an Orks dürfte hier nicht mehr allzu viel unterwegs sein. Die haben wir erfolgreich, ja, ins Jenseits befördert, könnte man sagen. Willst du uns wirklich alle retten? Das war eigentlich so mein... das war eigentlich so der Plan, hier alle zu retten. Oh Gott, wo ist Nummer 3? Ist ja ganz weit weg. So. Den ziehe ich schon mal aus dem Verkehr. Den auch. Den nicht, weil er gezuckt hat. Na, das lief doch gar nicht schlecht. Haufenweise Bogentötung, hier soll es irgendwo Pfeile geben. Ich brauche mal kurz ein paar Pfeile. Wir haben zwar noch 6, aber... Trotzdem habe ich den Köcher immer gerne gefüllt. Oiwei! Überraschung! Ja, komm her! Ich würde sagen, ich gewinne. Entschuldige, wenn ich ab und an mal huste. Wäre etwas erkältet. Zurück an die Arbeit. Danke. Los, schneid ihn ab. Mission erfolgreich. Diese Uruks sind verrückt. Sie schinden uns alle zu Tode, wenn wir sie lassen. Ja, ich glaube auch. So, wir brauchen jetzt noch einmal das gelbe Kraut. Dann ist die Überlebensherausforderung fertig. Das ist hervorragend. Wo wollte ich jetzt hin? Was hatte ich gesagt? Hier hinten hin, ne? Genau. Oi, wei. Oh, wenn ich mal die Chance hab. Verdammt. Wir sind ja schon mal diese Geflügelten und heute muss man das auch ausnutzen. Verdammt, war nicht genug. Ah, wo seid ihr, Pissviecher? Da hinten ist noch einer. Ah, dreckige Ochse, lass mich gefälligst die Vögel abschießen. Das findet man nämlich nicht überall und das ist so eine mega nervige Überlebensherausforderung. Jetzt geh doch da hoch, Talion. So, jetzt massakrier den Ork, bevor er dich massakriert. So. Wo sind meine Vögelchen? Da hinten ist eins. Wie viel haben wir? 4. Ich würde sagen, hier kreist doch bestimmt irgendwo noch einer. Bäm, auf die Entfernung. So, was ist jetzt über die Herausforderung? 3 Karagor. Guck mal, jetzt kriegen wir schon 105 Tacken dafür, dass wir die 5 Vögel abgeknallt haben. Finde ich, ist ein fairer Kurs. Können wir beide unsere Gesundheit hier auffüllen? Oh, Karagor, den brauchen wir. Wir brauchen einen Karagor-Kill. Haha. Gut, jetzt gegen Orks und Karagor gleichzeitig. Das ist etwas nervig. Oh Gott, sind das viele. Ich will eigentlich nur den Karagor. Gut, Karagor haben wir und weg. Tschüss. Nee, ihr kommt alle mit. Das ist nämlich eine Feuerfalle. Da können wir hier so richtig... Scheiße, wir haben keine Pfeile. Tadam!
Okay, können wir nicht. Ich dachte, können wir jetzt schön alle in die Luft springen, aber nein. Habt ihr das gehört? Nee, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Die Orks belagern uns und wir sammeln erstmal irgendwie so ein Ding ein. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf dem Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Aha. Ich glaube, das sind die beiden Türme vom Schwarzen Tor gemeint. Die Ael war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Das ist korrekt. So, und die nächste Gollum-Mission. Ach ja, in den Videosequenzen haben wir immer nicht den Skin an, da sehen wir immer normal aus, nicht wundern. Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen. Ja, wir werden uns beweisen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind. Für uns zu ihm. Gollum und gut, dass ich nicht irre. Immerhin hat er die Original-Synchronstimme, das ist schon mal einiges wert. Wieso müssen solche Missionen eigentlich immer erst A nachts und B im Regen sein? Kann man sich mal mittags im Sonnenschein machen? Nee, nee, nee. Basierend auf den Herr-der-Ringe-Film ist es keine gute Idee, Gollum zu vertrauen. Nee, das links ist ein grünes Kraut. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Gimo war langsam. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang ich dich nicht aus. Ich töte dich. Ich habe jetzt keine Lust auf Gemetzel, also verstecken wir uns mal. Na los, Gollum, lauf! Hör auf zu singen, Gollum, das klingt grausam. Garstige dort oben, tötet sie. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm, und er belohnt uns. Hä, ich hab gerade nur einen mit Kopfschutz. Ah, okay, ich hab den wohl nicht mit dem Kopfschuss getötet. Den edlen Herrn, er riecht gut wie Fisch an der Luft. Ja, entschuldige, ich hab nicht viel Zeit zum Duschen. Der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Weiß Gollum, dass wir ihn hören können? Ihn uns. Ciao.